Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Werner Scheelen. Ich bin Geschäftsführer der Firma Scheelen Elektromobile GmbH mit Sitz in Fulda und Petersberg. Heute stelle ich Ihnen ein weiteres Fahrzeug unserer Produktpalette vor, nämlich den Sunliner 2. Nachfolger des legendären Sunliner 1. Der Sunliner 1 und der Sunliner 2 haben rein gar nichts gemeinsam. Das Einzige, was man denen gemeinsam zuschreiben kann, das ist das mittlere Rad vorne beim Dreirad und die beiden Türen links und rechts. Ansonsten unterscheiden sich diese beiden Fahrzeuge generell. Und was das im Einzelnen alles bedeutet, das erkläre ich Ihnen sofort. Bevor ich Ihnen jetzt das Fahrzeug im Detail vorstelle, würde ich gerne nochmal darauf hinweisen, dass generell alle unsere Fahrzeuge immer mit einer Hohlraumversiegelung, ein Unterbodenschutz ausgestattet sind, serienmäßig, und dass alle unsere Fahrzeuge, bevor wir sie ausliefern, mit den europäischen AGM-Batterien ausgestattet werden. Der Sunliner 2 hat wie sein Vorgänger eine LED-Beleuchtung, die allerdings über die ganze Front drüber geht. Er hat drei Alu-Räder, er hat Scheibenbremsen. Das Fahrzeug ist vorne breit, es wird nicht spitz wie sein Vorgänger. Das heißt, Sie haben im vorderen Teil des Fahrzeuges auch eine durchgehende Breite, die sich bis zur Rückbank durchschlängelt. Das Fahrzeug ist sehr, sehr geräumig geworden gegenüber seines Vorgängers. Sie werden bei dem ganzen Sunliner 2 keine Kanten, keine Ecken finden. Hier ist alles abgerundet. Das sieht man insbesondere, wenn man das Fahrzeug mal von hinten betrachtet. Da können Sie ebenfalls sehen, dass das komplette Bremslicht über die gesamte Breite des Fahrzeuges geht. Ein weiteres Bremslicht haben wir hier oben, oberhalb des ausstellbaren Heckfensters. Die Ladestation ist zentral gelegen. Indem Sie hier einfach die Klappe nach oben schieben und dann können Sie da das Ladekabel hineinstecken. Sollte die Batterie zum Beispiel halb leer sein, dann ist diese Ladezeit bei 3-3,5 Stunden schon erreicht, um das Fahrzeug wieder auf 100% voll zu laden. Das Fahrzeug hat eine Rückfahrkamera, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchten. Und wenn wir mal hier rüberkommen, dann sehen Sie das Fahrzeug mal von innen und dann beschreibe und erkläre ich Ihnen gerne weitere Details. Beginnend möchte ich mal mit dem Sitz in diesem Fahrzeug. Sie erkennen an diesem Sitz sofort, dass die Kopfstütze im Sitz komplett integriert ist. Es handelt sich hier um einen Schalensitz. Sie sehen hier die Auswuchtungen links und rechts am Sitz. Und wenn ich diesen Hebel hier betätige, dann kann ich diese Funktion des Drehsitzes komplett bedienen. Er dreht sich um 360 Grad und je weiter ich ihn hier drehe, umso leichter hat der Passagier, der hinten Platz nehmen möchte, einen Einstieg oder Ausstieg. Sie sehen, es ist ganz, ganz einfach. Auch Personen, die irgendeine Behinderung haben, können problemlos in diesem Fahrzeug Platz finden. So, schauen wir mal in das Fahrzeug hinein. Beginnen möchte ich hier mal mit dem Display. Sie erkennen hier die Fahrsituation. Er steht jetzt auf D, auf Drive. Wenn ich den Knopf hier drücke, dann geht es in den normalen Stand rein. Und wenn ich diesen Schalter hier auf R drehe, dann habe ich den Rückwärtsgang drin. Das Fahrzeug fängt an zu bimmeln und die Rückfahrkamera kommt sofort ins Spiel. Jetzt gehen wir mal zum Lenker über. Die Funktion mit D, N und R habe ich Ihnen soeben erklärt. Mit diesem Schalter regeln Sie die Beleuchtung. Steht er auf 0, ist das Licht aus. Schieben Sie ihn in die Mitte, ist das Fahrlicht an und das Abblendlicht brennt, wenn Sie den Schalter nach links ziehen. Das ist die Hupe hier unten drunter. Auf der linken Seite des Lenkrades ist es ähnlich. Hier können Sie noch das Fernlicht hinzuschalten. Sie haben hier eine Handbremse. Hier ist der Blinker links, Blinker rechts. Eine Lampe haben Sie ebenfalls und die Warnblinkanlage schalten Sie daneben an. Wenn wir jetzt mal darunter hinschauen, haben wir neu angelegte Knöpfe. Ganz links
schalten Sie das Radio ein oder aus. Daneben mit diesen beiden Knöpfen können Sie die einzelnen Sender suchen und einstellen. Und hier regeln Sie die Lautstärke, indem Sie links oder rechts diesen Knopf betätigen. Wenn wir mal hier rüber schauen, dann können Sie die Heizung hier auf warm stellen. Sie können sie auf kalt belassen. Das ist die Nebellampe, das ist der Scheibenwischer und das ist die Scheibenwischer-Waschanlage. Wir haben hier oben ein Ausstelldach. Genauso wie Sie das Dach hier oben ausstellen können, so können Sie auch das Heckfenster im hinteren Teil des Fahrzeuges öffnen. Und wenn wir mal zur Tür schauen, dann sehen Sie hier, dass wir die Fenster elektrisch rauf und runter drehen können, wie immer Sie das gerade möchten. Das Besondere bei diesem Sunliner 2 ist, Sie haben hier wahlweise die Möglichkeit, entweder an der rechten Seite des Lenkers eine zweite Handbremse zu ordern oder, so wie es hier der Fall ist, hier hat der Sunliner eine Fußbremse auf der rechten Seite. Das bestimmen Sie ganz alleine. Das ist alles ein Preis, da ändert sich gar nichts. Also ob Sie eine zweite Handbremse dazu haben möchten oder ob Sie eine Fußbremse dabei haben wollen, ist alles eins, das bestimmen Sie. Wir können jederzeit den Sunliner 2 von seiner Höchstgeschwindigkeit von 45 auf eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h drosseln. Das können wir bei Bedarf direkt vor Ort machen. Das ist für uns eine Minutensache, kein Aufpreis. Das gehört bei uns zum Service mit dazu. So, meine Lieben, wir fahren gerade ein bisschen, um Ihnen ganz einfach mal zu zeigen, dass die Innengeräusche des Fahrzeuges auch während der Fahrt so leise sind, dass man sich mit einer ganz, ganz geringen Lautstärke auch mit seinem Fahrpartner im Fahrzeug während der Fahrt unterhalten kann. Die Geräusche, die hier entwickelt werden, gehen fast gegen Null.